Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesen letzten Tagesthemen in diesem Jahr und das sind sie im Überblick. Empörung, internationale Proteste gegen Razzien in Kairo. Ernüchterung, das schlechte Börsenjahr 2011. Und Entscheidung, Samoa wechselt die Zeitzone. Den arabischen Frühling haben wir im Westen meist mit Demokratiebewegung übersetzt. In Ägypten finden zwar zurzeit die ersten freien Wahlen seit dem Sturz der Diktatur statt, doch noch regiert ein Militärrat. Ägyptische Behörden durchsuchten Büros von 17 Nichtregierungsorganisationen, darunter amerikanische und deutsche. Westliche Regierungen sind zutiefst beunruhigt, wie es heißt. Auch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung war betroffen, die sich vor Ort für die Demokratieentwicklung einsetzt. Inzwischen lenkte die ägyptische Führung offenbar ein. Ein Regierungsvertreter versicherte der amerikanischen Botschafterin, solche Durchsuchungen zu unterlassen. Aber Skepsis bleibt. Aus Kairo, Jörg Armbruster. Die Empörung ist groß unter diesen Menschenrechtsaktivisten, die sich heute Nachmittag in einem Kairoer Café trafen. Es gibt keinen Zweifel für sie. Polizei und Justiz wollen Kritiker des Militärrates einschüchtern. Diese Kampagne ist nicht gegen einzelne Organisationen gerichtet, sondern gegen die gesamte Menschenrechtsbewegung in Ägypten. Es wird sehr schwer für sie. Das war geschehen. Polizisten hatten die Büros von Nichtregierungsorganisationen gestürmt, also den sogenannten NGOs, und dabei Dokumente und Computer beschlagnahmt. Durchsuchungsbefehle zeigte die Polizei nicht. Betroffen waren neben Menschenrechtsorganisationen auch internationale Einrichtungen wie die Konrad-Adenauer-Stiftung. Auch hier beschlagnahmten sie Akten und Computer wegen der angeblichen Finanzierung ägyptischer NGOs. Was wir machen, wir führen Veranstaltungen durch in Zusammenarbeit mit ägyptischen Partnern und das finanzieren wir natürlich, aber wir finanzieren nicht die Budgets oder die Arbeit von ägyptischen NGOs hier. Stiftungen wie die Konrad Adenauer arbeiten im Bereich der politischen Bildung und Aufklärung sowie Entwicklungspolitik. Und das tun einige schon seit 30 Jahren. An solche Schwierigkeiten kann sich keiner erinnern. Ägyptischen NGOs und Parteien hatte der Militärrat wiederholt vorgeworfen, sie würden sich verbotenerweise vom Ausland finanzieren lassen. Wir müssen jetzt unsere Arbeit einstellen, da die Polizei alle wichtigen Unterlagen mitgenommen hat. Wir haben keine Quittungen darüber bekommen. In Kairo demonstrierte heute Abend eine kleine Gruppe von Aktivisten. Für sie steht fest, der Militärrat steckt hinter den Durchsuchungen. Er will seine Kritiker mundtot machen. Bei allen Katastrophen und auch Sorgen, wirtschaftlich boomte Deutschland 2011. Jedenfalls, wenn man Exporte, Wachstum und die Zahl der Beschäftigten anschaut. Aber die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft, die sind ja nicht immer dasselbe, wie wir seit einigen Jahren schmerzhaft wissen. Die Börse schaut nicht nur darauf, wie es gerade läuft, sie will vor allem vorausahnen, wie es laufen wird. Und da sehen Anleger vor allem überschuldete südeuropäische Regierungen, denen kaum jemand noch neue Kredite gewähren will. Alex Jakubowski. Zum Abschluss ein Glas Sekt, obwohl in Feierlaune so richtig niemand ist. Das Jahr 2011 wollen die Börsianer schnell vergessen. Robert Halver ist seit 20 Jahren auf dem Parkett, beobachtet das Auf und Ab der Kurse und mischt selbst mit. 2011 aber, das war nichts. Ich denke, eine Überschrift für 2011 könnte lauten, das Jahr der verpassten Chancen. Insbesondere der politischen Chancen, die verpasst wurden. Denn die Eurokrise hat die Politik nicht in den Griff bekommen. Von daher waren die Börsen sehr stark verunsichert. Politisch ist die Börse dieses Jahr oft gewesen. Bei fast 7.000 Punkten ist der DAX im Januar gestartet, lief auf 7.500 zu. Und dann kam im März der Tsunami in Japan und das anschließende Unglück in Fukushima. Die Aktienkurse in Deutschland verloren massiv. Der DAX sackte ab. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was dann Ende des Sommers passiert ist. Ganz klar die Eurokrise, die politische Krise. Und hier ist der Markt ganz massiv eingebrochen. Der Rest des Jahres pendelt zwischen den politischen Gipfeln hin und her. Am Ende steht ein Minus von rund 15%. Trotzdem gibt es Verlierer und Gewinner.
Wirtschaften, Pharma, Konsum konnten gut zulegen. Sehr negativ waren die Banken, weil die politische Krise, Eurokrise, die Banken immer sehr negativ auch trifft, weil die Banken ja die Anleihen der prekären Länder im Depot haben. Und die Versorger haben natürlich überhaupt nicht gut abgeschlossen, weil wir eine völlig veränderte Energiepolitik in Deutschland haben. Auch wenn es ein schlechtes Börsenjahr war, so ist es immer noch einigermaßen gut gegangen angesichts der Umstände, meint Robert Halver. Eine Prognose wagt er für 2012 nicht. Aber seine Hoffnung ist, dass das Jahr besser wird als erwartet. Tja, damit das kommende Jahr besser wird, müssen Euro-Länder wie Spanien ihre Schulden in den Griff bekommen. Einen ersten Schritt dorthin hat die neu gewählte Regierung in Madrid heute unternommen. Die Nachrichten mit Marc Bartor. Die konservative Regierung von Ministerpräsident Rajoy hat Einsparungen im Staatshaushalt in Höhe von 8,9 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Die Etats der einzelnen Ministerien werden gekürzt. Im öffentlichen Dienst gilt für viele Bereiche ein Einstellungsstopp. Außerdem werden die Beamtenbezüge auch im kommenden Jahr nicht erhöht. Die Renten sollen hingegen nach einer Nullrunde im vergangenen Jahr wieder um 1% steigen. In Syrien hat die Beobachtermission der Arabischen Liga bislang keine Beruhigung in den Konflikt zwischen Regierung und Opposition gebracht. In einigen Regionen gingen nach Angaben von Aktivisten erneut Zehntausende Menschen gegen Präsident Assad auf die Straße. Diese Bilder aus dem Internet sollen die Proteste zeigen. Oppositionelle berichten, Soldaten hätten erneut auf Regierungsgegner geschossen. Nach unbestätigten Berichten sollen bis zu 32 Menschen getötet worden sein. Im Osten der Türkei sind die mehr als 30 Opfer des irrtümlichen Luftangriffs von vor 2 Tagen beigesetzt worden. Das türkische Militär hatte die Männer für Kämpfer der kurdischen Rebellenorganisation PKK gehalten. Ministerpräsident Erdogan drückte in Istanbul sein Bedauern aus. Vor allem in den Kurdengebieten protestierten erneut Menschen gegen die Regierung. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. In der Wirtschaft wächst der Widerstand gegen das geplante Betreuungsgeld für Eltern, die ihre kleinen Kinder zu Hause erziehen und keinen Krippenplatz beanspruchen. Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Wagner sprach sich dafür aus, das Geld lieber in die öffentliche Betreuung kleiner Kinder zu stecken. Der Präsident des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung Schmidt warnte, es dürfe keine Anreize dafür geben, dass Mütter keine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Österreichs Skispringer haben zum Auftakt der internationalen Vierschanzentournee einen dreifachen Erfolg gefeiert. Erster wurde Gregor Schlierenzauer. In Oberstdorf gewann Schlierenzauer deutlich vor Andreas Kofler und Thomas Morgenstern. Der deutsche Severin Freund landete auf Platz 4. Der erste Durchgang war wegen Schneefalls und Windes abgebrochen und neu gestartet worden. Während für uns in dieser Stunde der 30. Dezember zu Ende geht, hatten die Einwohner von Samoa diesen Tag gar nicht. Der Inselstaat im Südpazifik ist damit ein kleines Beispiel dafür, wie sich die Gewichte der Weltpolitik verschieben. Bis vor 2 Jahren war er noch eher den USA zugewandt, stellte dann aber seinen Autoverkehr um. Aus Rechtsverkehr wurde Linksverkehr, denn auch die Nachbarn in Neuseeland sowie die Handelspartner in Australien und Asien haben Linksverkehr. Nun, heute machte Samoa auch in seiner Zeitrechnung einen Schritt auf Asien zu. Statt als letzte Erdbewohner feiern sie schon in einigen Stunden als erste ins neue Jahr. Norbert Lübbers. Samoa, Inselparadies im Südpazifik. Palmen, Kokosnüsse, weiße Traumstrände. Beschaulich geht es hier zu. Doch jetzt wagt Samoa den großen Sprung. Eine Reise in die Zukunft. Freitag, der 30. Dezember, wurde dieses Jahr gestrichen. Die 180.000 Einwohner sind am 29. ins Bett gegangen und am 31. Dezember aufgewacht. Dahinter stecken handfeste Wirtschaftsinteressen. Viele Geschäftsleute haben mich immer wieder angesprochen und mir versichert, dass dieser Schritt notwendig sei, um bessere Geschäfte machen zu können. Very, very beneficial for the business. Samoas Exportschlager ist die Kokosnuss. Die meisten davon gehen nach Neuseeland. Doch statt dem wichtigsten Handelspartner 23 Stunden hinterherzulaufen, ist Samoa jetzt eine Stunde voraus. Zeitlich gesehen rückt man ein Stück näher zusammen. Langfristig überwiegen die Vorteile, auch wenn es kurzfristig die eine oder andere Störung geben wird. Zu bedauern sind die 775 Samoaner, die am 30. Dezember geboren wurden. Ihr Geburtstag fällt in diesem Jahr aus.
Doch es gibt einen kleinen Trost. Jetzt gehören sie nicht mehr zu den Letzten, sondern zu den Ersten, die das neue Jahr begrüßen dürfen. Und wir überspringen gleich zwei Tage. Ab Montag begrüßt sie hier Karin Mioska. Die nächsten Nachrichten bringen um 1 Uhr die Kollegen der Tagesschau. Und Sven Plöger verrät Ihnen jetzt im Anschluss, mit welchem Wetter 2012 beginnt. Wir alle hier von den Tagesthemen vor und hinter den Kulissen wünschen Ihnen jetzt schon einen guten Übergang in dieses neue Jahr.